So, Leute, da sind wir wieder und er war angekündigt. Köln, Köln wird, Köln wird, hey, hey, gar nicht mal so heiß, aber ihr habt trotzdem eingeschaltet, also hat's geklappt. Was haben wir denn heute für euch? Ostersonntag. Ja, das kommt dabei hin, genau. Und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, wo wir den Cut setzen, weil ich gerne noch eine Ostermontag-Folge hätte, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Köln! Wer könnte da denn was dazu sagen? Vielleicht der Balti. Wieso ich? Oh! Genauso ein Clown wie der Trainer von Köln. Was? Ja. Was, Was? was? Was, was? Ja. Komm, Bolti, erzähl über den Clown oder Osterhasen. Los. Du Ja, hast was. Also ich habe ja schon vor der Saison von dem abgelästert und das ändert es ja nicht. Habe Also ich es war. auch, habe ich auch. Habe aber gesagt, das könnte Ja. zu Köln Also, passen. Und es ja, tut es. sportlich passt das auch. Also ich glaube mit Platz 8 so. Ich höre die ganze Zeit da. Aber gut, sie sind ein Punkt hinter Platz 6. Also sportlich stehen die da schon gut da. Aber. Ja, so wie sich Baumgart verhält, und das habe ich schon vor der Saison kritisiert, das habe ich kritisiert, wo er noch bei Paderborn war, das wird sich auch nicht ändern, das ist einfach, weiß ich nicht. Es geht mir total gegen den Strich, der Typ geht mir sowas von auf den Sack. Am liebsten, wenn ich den sehe, würde ich am liebsten jedes Mal den Stream schließen oder den Bildschirm ausmachen. Ich kann den Typen einfach auf Weißt Verderb nicht ausstehen. du, wann es bei mir richtig schlimm geworden ist? Ja, also vorher, die ganze Zeit Ich vorher. weiß, wenn es schlimm wurde, wo War, sie die Bilder ich, aus seinem Wohnzimmer ja, geklaut genau. ja, Ja, das genau. war voll Weil Katastrophe. das war für mich, ich meine, kann er machen und alles schon gut, aber wie er dann halt mit seinem Mützchen und seinem kurzärmeligen T-Shirt da auch da vorm Fernseher da rumgehoppt ist, das war für mich Inszenierung. Ja, safe. Ja, volles Dafür, War. also, Meinst du, der mich hat Hund er ist verloren, wo er geschult? seinen Hund angeschrien hat. Hat er? Ja, der Hund war auch da, den hat er auch Ich habe angeschrien. das Video nicht Ich ganz hab das angeguckt. angeguckt. Irgendwann mal habe ich dann das Video ausgemacht, weil ich dachte, was ein Kasper. Da verlor er komplett alles Restauthentische für mich. Ich habe überhaupt kein Problem damit, über Trainer anderer Vereine zu reden, die vielleicht auch emotional sind und dann mal was sich leisten. Gerade aus Dortmunder Sicht kann ich da nichts mehr dagegen haben. Da wurden wir jahrelang geprägt. Aber das ist für mich dann halt einfach, ich habe das Gefühl irgendwie, okay, er weiß, wie er wirkt und was so aufgegriffen wird bei ihm und inszeniert und stellt sich mehr in den Fokus als vielleicht, ich weiß nicht, da hat er mich komplett verloren. Da fand ich es dann einfach nur noch abartig. Vorher dachte ich mir, ja, ist halt so, ist halt ein Clown. Jetzt denke ich mir, er ist halt viel ist gespielt. Und ein gespielter Clown ist für mich eklig und langweilig. Und da hat er mich komplett verloren. Ja, also für mich ist es einfach so. Für mich gibt es halt so, klar, ich bin Trainer, ich stehe da, wissen wir, in der Öffentlichkeit, aber für mich gibt es halt Grenzen. Und diese Grenze ist meine Familie. Meine Familie ziehe ich da nicht rein. Und das hat er gemacht in dem Moment. Und das ist für mich eine Grenze, die nicht akzeptabel ist. Da Angeblich. Kameras aufzustellen, an meine Frau, mein Kind, den Hund, das mache ich einfach nicht. Ich finde, das, nee, das ist aus, das raus. Und natürlich, das hat auch natürlich diesen gestellten Charakter hat. Kommt natürlich noch dazu. Meine Meinung. Dass er Ja. sportlich irgendwie zu Köln passt, ja, Klar. kann man nicht abstreiten, weil die holen die Punkte, sieht manchmal ein bisschen wild aus, was Köln spielt, aber funktioniert ja. Ja, und er ist auch in der Lage gewesen, einige Spieler wieder in die Spur zu bringen. Er ist in der Und er ist Lage das beste gewesen, Beispiel, klar. zum Beispiel, er ist in der Lage, das Publikum mitzureißen und alles gut. Kann ich ihn alles auf Trainersicht akzeptieren? Das klappt nicht überall. In jedem Verein wird das nicht klappen. Davon mal ab. Irgendwann ist auch er dann, oder ich finde, er ist aus taktischer Trainersicht relativ limitiert, aber er hat halt Qualitäten. Gar keine Frage. Und er darf auch rumkaspern, auch das da war, aber ja, da ist er für mich komplett aus dem Rahmen gefallen, wo ich dann dachte, irgendwie, ja, das ist schade, dass du dir so bewusst bist, dass, ne, kurzärmlich und dass das so oft aufgegriffen wird von den Medien in den letzten Jahren und dann sein Mützchen immer und dass du dann im Wohnzimmer als Corona-Positiver da mit kurzärmeligen T-Shirt rumläufst oder mit Mützchen auf und dann da auch rumhüpfst, das war. Zu viel Show, mein lieber Freund. Das war halt, ich glaube, er ist sich ziemlich sicher, dass er weiß, wie er nach außen wirkt. Er weiß, dass er damit bei vielen so einen gewissen Kultstatus erreicht hat und das ist einfach nur um. Aus meiner Sicht war das ein Auftritt, um im Gespräch zu bleiben, um vielleicht auch in Anführungsstrichen seine, ich will es nicht Marke nennen, aber Marke, sein doch, 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 doch. Kultstatus, Doch, Marke, Marke. Ist guter genau das. Das habe ich Marke die ganze weiter Zeit im Kopf. auszubauen. Genau. Um, ja,
So hat das für mich gewirkt und ich glaube, so war das auch. Und die Medien haben das ja super aufgenommen. Also ich glaube, das war ja ein Konferenzspiel und so oft, wie die in der Konferenz dort hingeschaltet haben, das war, man hat öfter das Wohnzimmer von Baumgart gesehen, als das Spiel von Köln. Ja. Jungs, hier, Tonno, Jepp. Köln, allgemein vielleicht auch. Ja, allgemein ist es schon, was sie machen von einem, die waren ja in der Relegation und was der Baumgart da damit, auch wenn er ein Clown ist oder nicht, er erreicht die Mannschaft und sie spielen halt das, was sie können. Und sie kommen flanken. Halt über die Emotionen und über halt diese Motivation, die er auch ausstrahlt. Ob er jetzt sich daheim da irgendwie von seiner Tochter filmen lässt oder wen auch immer, ist mir relativ egal. Ich finde Köln an sich nicht unsympathisch und wenn ich mir so gucke, was da irgendwie in die Europa League da kommen könnte, ich nehme tausendmal lieber Köln in die Euro League als irgendwie Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen und Leipzig. Also ja. Und daher, und was er mit Modest gemacht hat, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Der trifft jetzt auf einmal wieder das Tor, nachdem er irgendwie 2 Jahre komplett untergetaucht war, nachdem er aus China zurückgekommen ist. Ist aber auch ganz positiv, wenn du halt pro Spiel gefühlt 600 Flanken in den Strafraum bringst. Also, ich müsste jetzt mal gucken, Statistik... Köln ist, glaube ich, mit Abstand die Mannschaft, die am meisten flankt. Mit Abstand. Und das kann nächstes Jahr auch wieder anders aussehen. Das nur am Rande. Ja, das kann bei jeder Mannschaft anders aussehen. Es kann auch sein, dass die Bayern nächstes Jahr absteigen. Man glaubt zwar nicht dran, aber möglich ist es. Jetzt wird's komisch. Also, ich denke, die Bayern-Spielart ist dann doch noch ein bisschen moderner. Also... Wenn du eine Mannschaft hast, die so viel über Flanken kommt, ich glaube, die Eintracht hatte damals auch Saisons mit vielen Flanken, was auch geklappt hat, alles gut. Aber ja, hat sie immer noch, sie haben nur jemanden der in der Mitte, der das irgendwie verwerten kann. Ist es moderner Fußball? Ja, also Dortmund zum Beispiel vermisse ich die Flanken. Naja, sagen wir mal so, was ist moderner Fußball? Moderner Fußball ist der erfolgreich ist, oder? Naja, eigentlich irgendwie schon. Und das System Sachen, muss halt zu deiner Mannschaft passen. Die vor 30 Jahren mal gemacht wurden, kommen jetzt ja in abgewandelter Form teilweise wieder. Also. Ja, du hast so ein bisschen in den Libero zurück. Ja. So ein bisschen. Ja, je nach Spielsituation lässt sich gerne Mittelfeldspieler ja... Genau, der Sechser lässt sich zurückfallen und dann spielt er manchmal wie eine Art Libero, genau. Ja. Habe ich auch kein Problem mit, aber wenn du wirklich sehr stark limitiert auf das Flankenspiel aus bist und dass da Mitte Abnehmer ist... Das kannst du halt sehr leicht unterbinden, wenn du es weißt. Und wenn das halt das einzige Mittel ist, dann bist du dann halt mittellos. Ja, das kannst du unterbinden, wenn du halt Außenverteidiger hast. Aber zu Dortmund kommen wir gleich noch. Köln. Die Dortmund hat keine Außenverteidiger. Ja. Tonno! Übrigens. Ja, zu Köln. Bitte. Wisst ihr eigentlich, an wen mich Baumgart erinnert, auch mit seinem Hemd und so, wie er rumläuft? Der wirkt für mich wie der ältere Bruder von Wayne Rooney. So ein Straßenschläger-Typ, so, wisst ihr so? Ist doch so, oder? So ein irischer Klopper. Ja, irgendwie so ein Schläger aus dem Pub irgendwie, oder? Wahrscheinlich. Tonno? Wenn du ankommst, wenn du mit dem Bier ausgibst, kriegst du eine Fresse. Okay. Tonno? Ja, also Köln gehört für mich tatsächlich, so wie sie da jetzt gerade stehen, würde ich sagen, zur größten Überraschung, dass sie da oben stehen. Gibt eine andere Überraschung, die aber eventuell erwartbarer war. Wieder noch kommt? Leipzig? Nee. Hoffenheim? Knapp unter Leipzig. Union? Ja, fast. Ja. Ist keine Überraschung für mich, wenn wir gleich über Freiburg reden, aber gut. Nee, ich hab jetzt nicht eine kleinere Überraschung. Also es war also teilweise zu erwarten, aber trotzdem die Art und Weise, wie, muss ich sagen, ist da schon mehr Konstanz drin, aber da kommen wir später zu. Ja. Ja, das ist ein Höhenflug, den Köln jetzt hier hat, aber der wird nächste Saison nicht anhalten. Ich gucke gerade meine Abweichung bei... Okay. Ich habe Köln definitiv tiefer gesetzt. Ja, ich habe sie auf Reli. Puffy hat sie auf... Ich habe sie auch auf Reli gezogen. Knapp davor. Dann haben wir 15, 14... Ja, alle ein bisschen daneben. Hat einer von den Zuschauern Köln irgendwie... War einer mutiger? Nö. Der Quotentürke. Den habe ich nicht mehr drin, kann ich dir nicht so sagen. Der ist auch gar nicht dabei. Ja, aber Köln war halt letztes Jahr Relegation und deswegen haben wir sie wahrscheinlich auch da knapp über Relegation getippt, wobei wir alle irgendwie der Meinung waren, oder die Großteil war der Meinung, ist, die eher nicht um den Abstieg direkt spielen, sondern halt in dieser Mittelfeldgruppe da landen. Ja.
Keiner mehr zu Köln? Weiß nicht, also... Ich weiß nicht, irgendwas an Spielermaterial, was raussticht, was noch brauchbar wäre. Also irgendwas, was vielleicht als Abgang auch im Sommer steht. Ich finde, als Abgang nicht, aber ich finde, Sally Özcan spielt eine gute Saison. Ja, yeah. Zum Beispiel. Den Horn, den sehe ich bei Dortmund. Den Horn? Horn? Welchen? Die haben zwei, glaube ich. Ja, die haben den Torwart, der degradiert wurde, und den anderen, der letztes Mal bei Hannover war. Meinst du, Dortmund kauft jetzt jedes Jahr Torhüter? Ja. Okay. Ja, schon neun Torhüter. Spielt bei der Hertha. Ja, aber der kommt ablösefrei, der ist nicht gekauft. Entschuldigung. kann Hertha ja zurückkaufen. Oh, wäre ein Update wahrscheinlich für die, oder ein Upgrade. Aber ich glaube, die will mehr. Die haben sie doch von Hof gejagt, oder? Wen denn? Der hat irgendwie den Wechsel verkündet, beziehungsweise ist hingegangen, als der Wechsel schon feststand. Und hat dann Hertha erst danach informiert, dass er da zu Dortmund geht. Also. Ja, weil er sich bei Hertha nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Ja, man hat ihm gesagt, Wertschätzung. Hertha Kader nur Torwart Nummer 4. Wertschätzung ist so ein Schlagwort in den letzten Wochen, Monaten, ne? Yep. Wertschätzung. Grüße gegen Rosa Niklas. Kohle. Wieso hatte der eigentlich jetzt am Wochenende gespielt gehabt? Waren die anderen davor wieder verletzt oder hat entsprechend Magath gesagt, du bist jetzt meine neue Nummer 1? Ne, Schwolo ist verletzt und Christensen oder so, der ist auf einmal, der eigentlich davor war, ist jetzt auf einmal hinter Lotka. Und der hat noch einen anderen Torhüter, ist auch verletzt. Ich weiß aber, haben die eigentlich auch noch Jahrstein da im Kader oder ist der weg? Ich glaube, Jahrstein ist auch verletzt oder hat der aufgehört, ich weiß es nicht. Ich kenne nicht vier Torhüter von Hertha. Wir sind schon wieder bei der Hertha. wir waren aber bei Köln. Abschließend keiner mehr. Doch, ich wollte dir eine Brücke bauen zu Union. Du willst eine Brücke bauen? Der Beute wollte immer zu Köln sein. Nö, Özcan hat mir gefallen. Özcan. Aber ansonsten. Aber nicht beim BVB. Nee. Gibt's das Gerücht? Da sehe ich ihn nicht. Leichtes aber Gerücht. Ich sehe ihn eher so bei sowas wie. Wolfsburg. Galatasaray. Oh! Özcan ist der klassische Transfer, der jetzt für ordentlich Geld irgendwie zu. Nach Leverkusen. Oder Finna oder Beşiktaş geht. Nein, warum wollt ihr ihn in der Türkei haben? Ja, weil er so ein klassischer Typ. Klassischer Fall. Das ist halt jemand, der glaube ich, hebt die Qualität im Kader aller türkischen Mannschaften. Ist ein türkischer Spieler, ich weiß nicht, ob der schon Länderspieler hat. Ja, er hat gerade ein Länderspiel gemacht. Ja, genau. Wurde angefragt irgendwie jetzt vor kurzem, Kunst da irgendwie. Warum sollte er... Nationalspieler fällt damit, glaube ich, auch nicht in deren Ausrennregeln. Das wäre ein perfekter Transfer. Nee. Ich sehe ihn innerhalb der Bundesliga irgendwie Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg. Nö. Nein? Für mich ist es genauso wie das, was Bordi sagt, so ein Fall, der dies Jahr oder spätestens die Saison da drauf in die Türkei wechselt zu einem der Top-Vereine da. Ohne Scheiß? Ja. Ja, für 10 oder 15 Millionen, irgendwie so. Die Karriere da schon an die Wand nageln? Für die Nationalmannschaft ist das für ihn da wahrscheinlich nicht verkehrt, aber ich weiß, also ich bin halt bin auch bei dir. Also ich glaube, dass er wahrscheinlich das Potenzial für Höheres hat oder für mehr hat. Ja, eben, und ich möchte jetzt nicht gegen die türkische Liga, aber gehst du in die türkische Liga als Sprungbrett? Eher nicht. Um Essen und Geld zu verdienen. Oder? Also. Also wenn du beim Topverein spielst, kann das, glaube ich, ganz okay sein, aber ansonsten ist das, glaube ich. Da willst du, glaube ich, lieber irgendwo zweite Liga Deutschland spielen. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, sportlich, aber ich denke, wenn du beim Topverein in der Türkei spielst, da verdienst du mehr als wahrscheinlich als bei zwei Drittel der Bundesligisten. Aber der kommt doch auch du irgendwie. Du verdienst da gut und du kriegst da halt auch irgendwelche Immobilien und sowas als Signing-Bonus, also. Ach, der ist 24, ne? Ja. Der ist halt nicht mehr der Allerjüngste. Ach, der wäre ein paar Tage jünger. Ah, okay. Nee, der ist auch schon, ist keine 20 mehr. Ah, aber gebürtiger Kölner. Ja. Ich bin gespannt. Ich sehe ihn innerhalb. Wir schauen mal. Ich sehe ihn innerhalb der Liga irgendwann mal wechseln. Würde ich nicht ausschließen, aber das wäre der perfekte Transfer aus meiner Sicht für die Top-Vereine aus der Türkei. Ja, die sehen das bestimmt so. Aber ob er dann überhaupt dahin will, das. Das ist nämlich das, genau. Wo ich eher denke, will er da jetzt schon oder sagt er sich, nö, ich möchte mal gucken. Nö. Let's see. Also Köln durch, dann machen wir Union, da kann der Puffy beschnuppert sagen. Ja, Union hat eine richtig gute Hinrunde gespielt. Jetzt quälen sie mehr recht als schlecht sich durch, haben aber wieder 44 Punkte, sind komplett im sicheren Fahrwasser. Ich denke nicht, dass es für Europa reicht, über die Liga vielleicht haben sie ein bisschen Glück über den Pokal. Spielen für
ja, für den Kader einfach eine super Saison, ungefährdet. Nicht immer schön. Dadurch, gerade jetzt, wo sie natürlich zur Halbserie und nochmal Kruse verloren haben, ist es spielerisch manchmal schon sehr dröge. Ne? Aber halt die Stärke nach Flanken und vor allem halt nach Kontern, die ist halt immer noch da. Gerade mit Avonie und so und mit Becker jetzt da vorne drin. Ja, ich denke, man ist zufrieden in der alten Försterei. Und sie wird ausgebaut, sie wird größer. Ich finde, die Saison, da war ein ordentlicher Durchhänger drin. Ja, jetzt ja. Hat man sich ein bisschen aufgerappelt. Ja, genau. Ein bisschen aufgerappelt hat man sich jetzt wieder, ja. Ich finde, bei Union macht es gar keinen Sinn, über die jetzige Saison dann noch zu reden. Was da noch kommt, ist uninteressant. Ja, außer Pokal. Außer Pokal. Aber ich finde, wir müssten konjunktiv bei Union über die nächste Saison reden. Ja gut, bei denen war der Bruch in der Halbserie. Also zum Winter, da haben sie 3 Spieler verloren. Mhm. Und das waren ja auch Stammspieler, die da weggegangen sind. Mhm. Und das konnten sie nicht wirklich auffangen. Wer war denn der Dritte? Kruse, Friedrich und? Waren es nicht 3? Nee, ich frage, ob es 3 waren. Also Kruse, Friedrich habe ich auch. Also ich habe irgendwie im Kopf 3. Aber wer war der Dritte? Also ich will es nicht ausschließen, dass es 3 waren, aber ich habe, wie gesagt, nur 2. Vor der Saison Andrich, vielleicht hast du den noch irgendwie. Ja, der ist vor der Saison gegangen, stimmt. Och mal, überleg auch, wer der Dritte jetzt ehrlich gesagt ist. Also sie haben noch Teuchert abgegeben, der noch ein paar Spiele gemacht hat, aber ansonsten... Ja gut, nee, sonst 2 oder 3. Nee, waren nur 2. Aber trotzdem, auf jeden Fall haben sie Stammspieler verloren. Verlieren, tut trotzdem weg, keine Frage. Ja, ja. Obwohl man natürlich wieder sagen muss, für das Geld musst du es als Union aber auch machen. Ja, ja klar. Ich mache dir auch gar keinen Vorwurf, aber ich bin gespannt, wie sie es jetzt im Sommer wieder kompensieren. Wenn dann noch vielleicht der andere, ich weiß nicht, wer der jetzt noch... Wie alt ist Trimmel? Trimmel ist schon 35, aber ist ja jetzt auch nicht mehr. Ja, ja, aber Trimmel ist ja jetzt auch nicht, spielt ja auch nicht Stamm gerade. Reiersen spielt Stamm. Worauf ich hinaus wollte, ist möglicherweise der eine oder andere da vielleicht auch noch geht und ob man das dann. Trimmel geht zum Beispiel schon auf jeden Fall nach Hoffenheim. Okay. Ob man das dann auch noch abfangen kann. Um Avonie gibt es ja, Taiwo Avonie gibt es ja auch Gerüchte. Ja. Gut, aber wenn das stimmt, wenn dann wirklich ein verrückter Engländer zwischen, wer war das, zwischen 25 und 30 Millionen für ihn bezahlt, dann musst du den verkaufen. Auf jeden Fall. Da ist auch der Union der letzte Verein, der das ablehnen würde. Ja. Ja. Und im Gegensatz zum Schwesterverein, darf man das was sagen, zum großen Big City Club Hertha, könnten die mit den 25 Millionen sinnvolle Dinge machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie haben auch schon wieder Spieler verpflichtet für nächstes Jahr, ablösefrei ein paar. Okay. Weiß aber nicht, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass, genau, hier, Dings... Holen die nicht Dings? Hier genau. Nee, das ist falsch, das ist nur ein Gerücht. Ich habe irgendwas gelesen, dass schon ein paar Bekannte irgendwie wieder kommen. Hab ich nicht genau auf dem Schirm, aber ich weiß, dass da schon was passiert ist. Ablösefrei wieder. Okay. Bin gespannt. Ansonsten, wie gesagt, ziemlich einen Durchhänger gehabt, wo ich mir dachte, ups, was geht denn da? Haben sie aber halbwegs abgefangen bekommen. So spannend war Union die Saison nicht. Mhm. Aber siebte Platz ist siebte Platz. 44 Punkte sind 44 Punkte. Minus 1 Tordifferenz. Ja, hatten die Spiele, wo sie richtig auf die Nase bekommen haben? Kann ich mich gar nicht erinnern. So richtig. Aber umgekehrt auch nicht. Ne? Außer der Derby, was sie jetzt deutlich gewonnen haben. Ja, sie sind halt dabei. Ja, viel spannender ist für mich bei Union eine andere Frage. Ja. Ob Herr Fischer vielleicht doch mal Interesse von größeren Vereinen weckt. Meinst du? Könntest du mir vorstellen. Ist auch nicht mehr der Jüngste, oder? Nee, ist er nicht. Wie alt ist er denn eigentlich? 56, okay. Geht noch. Aber sagt man. Aber ich, also ich glaube schon, dass er vielleicht Interesse von größeren Vereinen weckt. Jetzt denke sicherlich nicht die ganz großen. Ich rede jetzt nicht nur von der Bundesliga, aber er hat ja zumindest mit Basel auch mal um Meisterschaft errungen und so weiter. Also vielleicht möchte er auch noch mal ein bisschen Silberware in seinem. Absolut keine Gerüchte in dieser Richtung gehört. Und deshalb hätte ich jetzt gesagt, irgendwie, der fühlt sich da wohl, der mag das Projekt. Nee, dass er sich da wohlfühlt, ja, aber wenn wirklich ein guter Verein kommt, vielleicht nicht unbedingt aus der Bundesliga, sondern vielleicht aus einer anderen Liga, könnte ich mir schon vorstellen, dass er dem nicht abgeneigt wäre. Sehe ich nicht. Ja, weil ich finde, er hat eine super Arbeit bei Union gemacht, eine Menge erreicht, aber ich habe so das aber ich wird das Gefühl, anerkannt? Das Limit ist aber eigentlich für ihn fast schon erreicht. Was will er eigentlich noch? Okay. Weißt du? Ja, vielleicht doch mal noch einen Platz höher nächste Saison. Ah, ja. Aber die Frage ist, wird im Ausland seine Arbeit so
haben die das so auf dem Schirm, dass sie sagen, ich meine, wir reden ja nicht dann von, weiß ich nicht, von Fulham. Oder. Nein, nee, ich rede halt von guten Vereinen. Also keine Ahnung, vielleicht ein Top-Verein in Belgien, in Holland oder irgendwie sowas. Top-Verein in Belgien. Du würdest eher zu Anderlecht gehen als bei Union bleiben. Aus seiner Sicht jetzt. Warum denn nicht? Oh. Sehe ich überhaupt nicht bei ihm. Bin ich komplett bei Gordi. Also ja? Ich glaube, es gibt keinen Grund, in eine Liga zu wechseln, auch wenn das der Top-Verein ist, die in Europa Platz, weiß ich nicht, 7, 8, 9 oder vielleicht auch 6 ist, wenn du in einer Top-4-Liga oder Top-3-Liga, was auch immer. Ist Deutschland eine Top-3? Ja, weiß ich nicht. Top-4-Liga sagen wir einfach mal. Also in einer der großen Nationen eine Mittelfeldmannschaft gerade drin kannst. Ich hab's einfach jetzt nur mal in den Raum geworfen, weil ja. Ich finde, er hat halt eine Menge erreicht und vielleicht. Das steht außer Frage, ja. Na, also vielleicht hat er doch nochmal Ambitionen, ein bisschen was. Keine Ahnung. Ja, aber meine Frage ist, hat er. Wenn er zum Beispiel Österreicher würde, wenn er jetzt Österreicher würde, ich sagen, ist er der Top-Kandidat für den österreichischen Nationaltrainer, aber er ist halt Schweizer. Meine Frage ist, er hat Arbeit abgeliefert, aber. Hat der irgendwie einen Spielstil, der jetzt auffällig ist, wo andere Vereine sagen würden, oh, das könnten wir, das hat er halt nicht wirklich. Ich glaube, er hat seinen Spielstil dem Spielermaterial angepasst. Das ist richtig. Also aber, er hat bei Basel komplett anderen Fußball spielen lassen als bei Union. Ja, ja. Weil er aber auch andere Qualität hatte im Verhältnis zu dem Rest der Liga. Wird diese Qualität bei den Vereinen, die du ansprichst, und wie gesagt, wir reden ja jetzt von, du redest nicht von Manchester City, das ist für mich ein anderes egal. Nein. Ich weiß, wovon du redest. Aber sind das die Vereine, die sagen, oh, da bei Union läuft einer rum? Das glaube ich nicht. So sehr Fokus ist das nicht international. Und dazu kommt dann noch, dass ich glaube, dass er sagt, so ein tolles Projekt hier, ich fühle mich wohl, alles tutti, danke Mutti. Warum soll ich da jetzt irgendwie, Ich habe ja auch nur die Frage gestellt. Ja, ich weiß. Ich habe auch noch keine Gerüchte in der Weise gehört. Null. Aber ich könnte es mir halt vorstellen, irgendwie so. Was ich sage, er ist ja nicht komplett ambitionslos, vermute ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Oder ist seine oder reicht es ihm, wenn er sagt, okay, ich habe Union, ich entwickle sie weiter und ich spiele halt, wenn ich es vernünftig anstelle und auch mit dem Manager, mit Rudolf alles funktioniert, spiele ich halt immer um Platz 10 bis Platz 7, vielleicht, wenn ich gut bin, mal Platz 6. Wissen Sie, ob das dir auf Ewigkeiten reicht? Was ja auf Ewigkeiten, wie gesagt. Ich frag's ja nur. Ja, ich weiß, ist ja alles gut, aber ich sag nein. Ich sag, den werden wir noch ein paar Jahre bei Union sehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich Union entwickeln wird. Manchmal hast du dann vielleicht auch mal ein Jahr erwischt, wo du es nicht kompensiert bekommst und dann... Ja. Ja, klar. Aber Stand heute, 7. Platz, 44 Punkte, ich hab's gerade gesagt. Respekt. Definitiv. Mit dem, was man hat. Hoffenheim. Oder will noch einer was zur Union hier? Tonno, Jepp, hat jeder was gesagt? Nö, aber der Fischer ist für mich so ein Kandidat wie Streich in Freiburg, ist er da halt längere Zeit bleibt. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt da wechselt. Grund zum Wechseln für ihn wäre eventuell, wenn er halt wirklich die komplette Mannschaft verliert und keine Mannschaft mehr hat, mit der er irgendwie arbeiten kann. Oder wenn sie sich irgendwie mal wirklich da Euroleague qualifizieren und dann sagt er, okay, viel mehr kann ich nicht erreichen. Ich gehe halt am Höhepunkt. Sepp sagt Ära prägen. Wie Streich bei Freiburg, bei Union noch 10 Jahre machen, erste Liga halten, immer mal Up and Downs, eine Saison mal international spielen. Könnte auch sein. Wäre löblich aus fußballromantischer Sicht. Ja, der ist jetzt auch schon da. 3 Jahre oder wie lange ist er schon da? Ja. Seit länger, oder? Seit 2017? Also er ist auf jeden Fall schon eine Weile da, Trainer. Ich kann ihn charakterlich nicht einordnen, weil er ja auch nicht auffällt. Ne? Er ist halt keiner, der mit T-Shirt und Mützchen sein Wohnzimmer filmt. Entschuldigung. Ja, ist aber so. Ne, und das macht ihn ja auch nicht unsympathisch dann. Man muss ja auch nicht dann sich selber in den Vordergrund drängen. Ich habe das Gefühl, seit 2018 ist er da. Ja. Jahre jetzt. Was spricht dagegen, wenn er sagt, pass auf, ich bin 56, glaube ich, hatte Puffy gerade gesagt, ich mache jetzt hier noch 6, 7, 8, 9 Jahre, halte Union in der Liga und sagt dann danke, bitte, ciao. Und als Vereinsikone Union Berlin ist auch was, wo man sagen kann. Wenn man jetzt diese Analogie spinnt und sagt, okay, er macht da wirklich noch 8 Jahre oder keine Ahnung oder 10 Jahre und er macht genau das, was ihr prophezeit und sagt, ja, in guten wie in schlechten und er entwickelt die weiter, dann setzen die ihm natürlich ein Denkmal in bei Union. Eben. Macht er wahrscheinlich und jetzt schon. Ist ja auch irgendwo eine Ambition vielleicht. Also ich glaube, wir kriegen jetzt schon eine bei Union.
Ist ja auch eine Ambition, wo du gerade gesagt hast. Ich weiß aber nicht, wie er tickt, kann ich dir nicht sagen. Aber ich sehe ihn erstmal noch weiter. Außerdem, die verstehen manchmal so schlecht, wenn er spricht. Ja, das habe ich bei Fabi auch. Hoffenheim! Oh, ich merke schon. Ihr seid ganz wild darauf. Das ist Hoffenheim, immer wenn ich auf die Tabelle geguckt habe, dachte ich mir, warum? Hoffenheim ist, Du hast nicht gedacht, dass sie da stehen. Nein, nein, weil Hoffenheim ist Bayer Leverkusen light. Also auch super unkonstant und jetzt gerade wieder Phasen, die, glaube ich, ein bisschen besser sind. Ich beobachte es auch nicht so oft, aber im Tippspiel liefern sie mir, glaube ich, tatsächlich immer Punkte. Als ich mich irgendwo mal darauf eingestellt habe, Hoffenheim zu Hause, Sieg, Hoffenheim auswärts, eher blöd. Ja, da haben die mir die Punkte geliefert, fand ich immer nett. Mittlerweile mischen sie das so ein bisschen, ist dann auch ein bisschen gemein. Aber was? Wobei, die letzten drei Spiele haben sie jetzt verloren. Oh, okay. Ja, und davor unentschieden, also... Habe ich das wohl andersrum in Erinnerung gehabt, ja. Was berechtigt Hoffenheim auf 6 zu sein? Ja, das frage ich mich. Ich weiß, Kramaric trifft auch nicht so wirklich diese Saison. Nee. Was genau macht Hoffenheim so stark? Ich sehe es einfach nicht. Die anderen Mannschaften, die zu plötzlich... Ah, sehr gut. Das kann natürlich sein. Also, machen wir mal so. Hoffenheim hat in den letzten Jahren, ich möchte auch gar nicht auf das Konstrukt eingehen, ist ja alles in Ordnung, Saisons gespielt, die spielerisch meiner Ansicht nach stärker waren, wo sie mir mehr aufgefallen sind und schlechter platziert dastanden. Entweder sind sie jetzt gereift, sodass sie auch mal kurze Spiele oder knappe Dinger über die Runde bringen. Dafür habe ich sie zu wenig verfolgt. Deshalb frage ich mich die ganze Zeit, wieso sind die da oben? Ich habe keine Antwort. Aber der Turner hat eine. Nee, Hoffenheim ist mir so ziemlich egal. Ja, okay. Sehr gut, Tonno. Aber irgendwo haben sie 13 Siege geholt. Wo sie die her ergaunert haben, keine Ahnung. Hoeneß scheint da irgendwie gute Arbeit zu machen, aber es ist Hoffenheim. Es interessiert keinen Mensch. Also wenn du die aus der Liga streichen würdest, würde die, glaube ich, niemand vermissen. Wurden wir nicht Anfang der Saison mit Weinziel Hoeneß? War da nicht irgendwie eine Geschichte? Warum wir Hoeneß so hoch ranken und Weinziel von Augsburg so schlecht machen? Da gab es irgendwie mal einen Kommentar, oder? Naja, das sind halt mal eben 8 Plätze dazwischen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber, ja, Puffy, du hast Hoffenheim ein bisschen mehr beobachtet. Mit einem offenen Auge. Also Hoffenheim spielt, ist halt inkonstant, definitiv. Und spielen aber halt, Hoeneß lässt schon einen guten Fußball spielen. Trotzdem schwimmen sie irgendwie so unterm Radar und sie profitieren natürlich auch von der Schwäche der Liga, muss man auch sagen. Aber das ist schon gut anzugucken. Klar, jetzt trifft Kramaric nicht so wie die Jahre zuvor, verteilt sich ein bisschen mehr die Tore, aber... Auf wen? Das sieht halt nach Fußball aus, was da spielen. Auf wen verteilt sich das da bei denen? Das muss ja wirklich kollektiv leisten. Ja, extrem. Ich glaube, ja, überhaupt einer über 5 Tore? Ich glaube nicht. Ja. Doch, die haben einige da. Zum Beispiel Baumgartner 6, Bebu 7, ja. Brunlarsen 4, Kramaric 4, Ritter 6. Da ja, ist aber alles aufgeteilt, ne? Also, ja, wie gesagt, die verteilt sich halt auf alle irgendwie. Und deshalb ist es vielleicht auch mein Problem, dass ich da nicht so ein Kramaric mit 25 Scorern... Die Jahre davor, Kramaric hat irgendwie 16, 17 Saisontore. Okay, ist klar. Ne? Ja. Das ist der Grund. Aber sie haben halt auch noch unverständliche Spiele drin, wie du halt 3-0 bei Hertha verlierst. Oder jetzt die letzten 4 Spiele, glaube ich, 3-mal verlierst, ein Unentschieden. Ist halt so ein, ja, inkonstant. Aber die Idee, die er eigentlich spielen lässt, von die Hoeneß spielen lässt, ist ein schöner Fußball. Also wesentlich besser als, wie hieß der komische Ajax-Typ, der da so... Schreuder. Ja, Schreuder, der da ganz furchtbar hat spielen lassen. Das war ja furchtbar. Hoeneß lässt Fußball spielen. Gut, ich glaube, wie gesagt, nochmal. Hat ja auch einen Kader mit Fußballern dabei, muss man natürlich sagen. Ja, ja. Ist ja nicht ein untalentierter Kader, den er hat. War auch ein bisschen Aderlass in Hoffenheim in den letzten Jahren, aber... Sind schon noch ein paar bei, die durchaus... Muss ich aber nochmal den Sprung zurück machen vor der Saison. Ich glaube, die Runde war sich einig, dass wir sagten, der Hoeneß ist kein schlechter Trainer. Nee, das ist der Grund, warum wir ihn über Weinzel gerenkt haben. Ich glaube, es waren sich auch fast alle in der Runde einig, dass Hoffenheim einen sehr soliden Bundesliga-Kader hat. Wollen wir nochmal gucken. Dann sehen wir ja schwarz auf weiß. Hoffenheim ist auf 6. Abweichung Bolti 2. Abweichungen... Oha, doch hier. Fabi 7. Gut, das ist Fabi halt. Dann keine Abweichung beim Tonno. Anonymer Steinbock. Heißt ja einer, der guckt gerade in die Tabelle rein. Jepp wahrscheinlich. Jepp hat sie 3 Abweichungen, Puffy 1 Abweichung, Gordy 2 Abweichungen. Das ist alles. Bei den Zuschauern haben wir 4 Abweichungen, 7 Abweichungen beim Johnny,
2 Abweichungen und Nummer 4 Abweichungen. Ja, kein Riesenausreißer und... Aber nochmal, sportlich sind sie mir nicht so aufgefallen diese Saison, aber ich habe auch wenig geguckt bei Hoffenheim, dass ich jetzt sage, also ich wundere mich trotzdem, warum sie auf 6 stehen, aufgrund der Unkonstanz. Wenn Kramaric jetzt noch seine 20 Scorer gemacht hätte in der Saison, dann hätte ich mir das noch erklären können, wenn sie so auf den Platzierungen stehen. Aber gut, anscheinend sehr viel übers Kollektiv. Jo, ja, von mir aus. Haben ja auch keinen schlechten Torhüter, dann haben sie kein schlechtes zentrales Mittelfeld. Ich mag ja auch den Summer Sissoko, auch wenn er noch nicht so extrem gezündet hat, wie ich das eigentlich erwartet hatte. Ich mag deren Linksverteidiger. Sie haben einen Nationalspieler. Ja, wer ist denn Linksverteidiger? Raum. Ah ja, okay. Du weißt aber, dass es ein Dortmund-Gerücht gibt und ich ganz klar sage, nein, das ist nicht der nächste Schulz. Nee, bitte nicht, ey, der passt auch nicht dahin. Nein. Also Schulz gerne aber wieder zurückhaben, wenn sie noch einen brauchen. Ich bin hier gerade bei den Transfers drin, beim Kicker. Nordfight wird sie verlassen, Krilic wird sie wahrscheinlich verlassen. Ja. Kramaric hat verlängert, Prömmel haben sie schon ablösefrei geholt jetzt. Ja, ist ja dann der Satz, gut, Nordfight spielt ja die Saison gefühlt fast gar nicht mehr. Ja. Aber Krilic wird wahrscheinlich ein bisschen mehr wehtun, aber ja. Aber da ist ja mit Prömmel eigentlich die 1:1 Ersatz von Krilic. Also, und sehe ich ja auch. Ole Becker von St. Pauli haben sie. Ja, ja, gut, aber der spielt bei St. Pauli aktuell auch kaum noch eine Rolle. Ja. Trotzdem alles unspannend in Hoffenheim, ja, ne? Ja, was erwartest du davon? Ich gar nicht. Platz 17 wäre nice. Cool, knapp vor RB. Und Relegation Wolfsburg. Das wäre so meine Wunschtabelle. Und dann Aufsteiger wie Lautern von mir aus und Hamburg und was haben wir denn noch irgendwie? Irgendwas mit. Das wäre, was ich erwarte. Liefern die aber nicht, die Schweine. Wenn du die 3 Plastik runterschickst, musst du auch 3 oder 2 Liga aber hoch und da fehlt noch einer. Ja, ich habe ja gesagt, und irgendwie kannst du auch Nürnberg mit hochnehmen. Die sind auch immer für eine Kacksaison gut und liefern Punkte. Das habe ich die Woche gehört als Gedankenspiel. Was wärst du bereit, von deinem Geld zu zahlen, wenn Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg nie mehr in der Bundesliga spielen würden? Ja, gar nichts. Brauch mein Geld. Was wärt ihr bereit? Bolti hat kein Geld. Der Tonno ist doch reich. Sagt wer? Ja. Gerüchte. Ja. 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 Springt keiner drauf an, Jeb. Entschuldigung. Muss deine Bild-Zeitung-Umfrage nächste Woche. Nein, was wäre ich bereit? Gar nichts. Ich denke, wir Fans und Zuschauer, zahlen schon genug. Zahlen schon auf irgendeine Art und Weise genug. Sei es die 26 verschiedenen Internet-Streaming-Dienste, die man bezahlen muss, damit man über die Saison kommt. Fanartikel oder halt auch Energie. Aber zu Dortmund kommen wir noch. Zeit für schlechte Spiele. Genau. Ich sag ja, zu Dortmund kommen wir noch. Zeit für schlechte Spiele. Nerven und überhaupt keine. Egal. Freiburg! So, irgendeiner hat gerade gesagt, hier leicht kleinere Überraschung als Union, dass sie so weit oben stehen. Nee. Nein, dass sie auf jeden Fall diese Konstanz. Nein, red dich nicht raus. Dass sie die Konstanz so halten, wie sie es jetzt momentan gehalten haben, ist für mich doch überraschend. Die haben verdammt nochmal nicht in den Freiburg-Modus geschaltet, ne? Genau. Den Freiburg- oder den Mainz-Modus. Und dazu kommt vor allen Dingen. Alles, was jetzt kommt, ja. Die wollen anscheinend. Spielen dazu weiter. Dazu kommt vor allen Dingen halt diese immense Stärke, diese Saison auch bei den Standards zeigen, ne? Ja. Haben wir vorhin schon angesprochen, Freiburg ist der Standardkönig der Liga momentan. Gut, ist extrem gefährlich. Freiburg ist ja ein bisschen Cheat-Modus, oder? Ich meine, überleg mal, du spielst den FM und hast so einen Spieler, den du einfach einwechselst, wo du immer weißt, das ist ein Tor. Peter, ist auch ein bisschen assi, ne? Macht man so nicht. Aber ganz ehrlich, ich gönn's den Freiburg. Vom ganzen Herzen. Wer gönnt's hier nicht? Wer sagt einfach, nee, so langsam geht's mir auf den Sack? Oder gibt's überhaupt jemanden? Nö, ne? Scheißegal. Das fußballromantische Herz dürstet nach Vereinen wie Freiburg? Ja. Jein. Okay, Jeb, hau raus. Es dürstet, also ich habe nichts gegen Freiburg. Ich akzeptiere, was sie machen. Ich finde es auch nicht schlecht. Nur auf, wer Deutschland vertritt im Europapokal und dann hast du halt eine Mannschaft wie Freiburg, sie wird keinen Mensch interessieren. Wow. Aber wenn sie sich doch gut verkaufen, ist es doch erstmal egal. Ich hätte jetzt echt einen Zehner gespendet, wenn der Jeb gesagt hätte, jein, ich finde das schon eklig, dass sich eine Mannschaft so sehr über Standardsituationen definiert und sich so am Leben hält.
Es ist auch eine Leistung. Ja, ja, klar. Und der Grifo kann halt Freistöße und absolut. Weiß gar nicht, wie viele Elfmeter die hatten, aber die hatten ja relativ viel aus Freistößen dann. Und wenn dann halt so ein Pedersen da rumhüpft, der irgendwie einen Ballkontakt hat und damit sein, was hat er jetzt? Sein 33. Joker-Tor gemacht, also irgendwas macht er richtig. Aber ihr wisst schon, wenn ihr Pedersen hättet, hättet ihr mehr als 40 Tore geschossen, ne? Ja, da hätten wir auch einen großen langen. Und so groß ist der gar nicht. Der größer als der Borre. Okay, das ist aber nicht schwer. Gut, ihr habt ja einen langen, ihr habt ja Lammers, der ist ja lang. Ja. Ist schon länger. Ja, lang und der Länge kann es jetzt nicht liegen, dass der nicht tot, dass die Tore und Balls nicht fallen. Tonno hat gerade einen Nebensatz gebracht und er zeigte gar nicht irgendwie die Begeisterung für Lammers. Das finde ich ein bisschen schade. Lange dumm. Muss Lammers etwas ein Trikot ausziehen? Wir hätten ja die Leihe zu der kommenden Saison. Also Dortmund kann gern zugreifen. Bei Lammers? Hm? Bergamo würde ihn sicherlich gern abgeben. Du bist ja ein Scherzkeks, ja. Wieso Werner kommt doch? Oh, hör auf! Reden wir gleich drüber. Freiburg, abschließend? Ansonsten? Ich finde, wenn man sich die Saison anguckt, klar, die Liga ist insgesamt schwächer. Wenn man ein paar Spiele geguckt hat, wisst ihr eigentlich, was Freiburg gegenüber vielen Mannschaften auszeichnet? Freiburg hat nicht nur einen Plan A. Der Streich spielt komplett unterschiedlich teilweise. Ja, das ist ja nicht neu, oder? Ja, ja, aber viele in der Liga nicht. Da gibt es den Plan A und wenn er nicht funktioniert, ist es scheiße. Bei den meisten haben sie. Manche haben auch so einen Plan 1b, der so semi-funktioniert. Freiburg spielt, oder die Aufstellung von Streich sind wirklich hochinteressant. Er nimmt auch Spieler raus, die eigentlich davor, im Spiel davor top performt haben. Aber er sagt, für den Gegner passen sie nicht. Und dann spielt er komplett anderen Fußball. Das, klar, es gibt natürlich auch Stützen, die immer spielen. Logisch, Torwart, wenn Schlotterbeck da spielt er und so weiter. Alles okay. Aber der stellt wirklich gegenorientiert auf. Ich werde aber schon ein bisschen neidisch gerade, ne? Wenn ich ja, so. Ja, wenn ich so. Wenn ich so. Streich spielt, lässt. Ist, glaube ich, in dieser Saison vom Gefühl her beim Aufstellungstechnisch der variabelste Trainer der Liga. Ja, nee, ich wette. Ich erfolgreich wette, zwischen 3- und 4er-Kette, was ja auch nicht jeder Bundesligist hinkriegt. Ich wette, da gibt es noch mindestens einen schwarz-gelben Verein im Ruhrgebiet, der aufstellungstechnisch und spielertechnisch noch viel mehr durchrotiert. Ja, allerdings nicht freiwillig. Aber davon, aufstellungstechnisch zu variieren mit einer gewissen Sinnhaftigkeit. Ja, ja, das ist okay. Hast du gerade Ruhrgebiet gesagt? Ja. Na, schade, dann fällt Aachen leider raus. Ja, Alemannia fällt da raus. Trotzdem Hochachtung, was Freiburg absolut. Und ich wünsche ihnen ehrlich, dass die das bis zum Ende durchziehen und vielleicht irgendwie die vor ihm Platzierten kriegen, obwohl das gerade... Oh, also ich bin ja nicht bei Jepp, wenn er sagt, pass auf, ja, ich bin ja nicht... nicht, dass es gut für ja, pass auf, entschuldige mal. Ich bin ja nicht bei Jepp, der sagt irgendwie, also Freiburg international Deutschland vertreten, interessiert auch keine Sau, das sehe ich nicht so. Wenn die international spielen, spielen sie international. Aber ob ich sie in der Champions League haben, möchte, das weiß ich nicht. Ja, und dann ist Leipzig raus. Ja, natürlich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Oder Leverkusen. Leverkusen kannst du auch noch kriegen, ist mir egal, einer von den beiden. Ja, beide am besten. Auf 3 und 4 Leipzig. Freiburg, Entschuldigung. ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob denen das gut tun würde, Champions League zu spielen. Ja, glaube ich auch nicht, dass es gut ist, aber. Ich glaube. Ob sie jetzt Euroleague spielen oder Champions League. Doch, ich glaube, das wäre gut. Also, wenn die Champions League spielen und diese garantierten, was hast du, 25 Millionen direkt? Mhm. Ich glaube, der Streich würde damit ganz. Dann haben wir nächste Saison Freiburg vielleicht wirklich, okay, internationale Belastung, kennen sie noch nicht. In der Saison darauf, ganz klar. Aber du weißt, wenn Freiburg Champions League kommt, wäre es für Dortmund nicht gut. Weil dann ich glaube, das spielt keine Rolle. Noch andere ein. Weil was? Wenn Schlotterbeck oder was? Wenn Champions League spielt, dann schlagen bei Schlotterbeck noch andere ein. Ja, wieso Schlotterbeck? Wir kriegen noch Bella Kotschap. Seit zweieinhalb Jahren. Seit 2,5 Jahren. Schlotterbeck-Gerücht wurde. Kommen wir nachher nochmal zu. Ich hab da. Willst du nicht mehr haben? Ich komme nachher zu. Gleich. So, Freiburg abschließend. Ansonsten machen wir dann jetzt hier den letzten Break und morgen habt ihr dann die letzten 4. Irgendwas noch zu Freiburg oder zu irgendeinem anderen Verein, der vorher noch nicht. Naja, wir können mal überlegen, was beim DFB-Pokal passiert. Ist mir egal. Ja, gut. Hab ich keine Ambitionen. Weil wir haben ja zwei Spiele: einmal HSV gegen Freiburg und Leipzig gegen Union. Spielen die gerade, oder? Nö, am 20.04. ist Leipzig und Dienstag davor, es müsste der 19. sein, spielt HSV gegen Freiburg. Ist doch im Grunde scheißegal. Wichtig ist nur, dass es am Ende nicht Leipzig wird. Genau. Das ist die Hauptvoraussetzung, ja, also. Aber
Wir sind Fans von allen drei anderen Mannschaften, die noch da sind. Ich würde ja ein Finale Freiburg gegen Union nehmen oder auch HSV gegen Union. Ach, das würdest du nehmen. Da sagst du nicht, interessiert dir dann keine Sau. Ich werde es nicht gucken, aber mir wird Leipzig ist dann im Halbfinale ausgeschieden. Ja, ja, natürlich wirst du es gucken. Aber im Finale nochmal zu scheitern, wäre doch noch geiler. Union gegen Leipzig, geht das? Gegen wen spielt Leipzig jetzt? Nein, Union Leipzig ist ja Halbfinale. Ist Halbfinale schon? Ich habe das nicht mehr beobachtet. Ich weiß auch nicht warum. Aus Gründen. Es geht ja darum, ob der 7. Platz für Europa, also Conference League, erreicht oder nicht. Ist mir auch egal. Ist das für irgendjemanden da interessant? Will da jemand wirklich rein? Hat irgendeiner von irgendeinem Verein gesagt, oh, wir wollen hier diese Conference League haben? Hat sich das rentiert? Frag doch bei Union, rentiert sich es wahrscheinlich nicht, aber von der Fanseite, ich denke, Köln wird es nehmen, Frankfurt wird es nehmen und auch Union wird es wieder nehmen. Ihr würdet das nehmen? Köln könnte ich mir nur vorstellen, kann der Hampelmann da noch weiter hampeln, auch international. Vielleicht, naja, so verrückt wie die Eintracht-Fans beim Reisen sind, ja. Dann hast du halt Ziele, die nicht unbedingt 1A sind, aber lustige Reisen sind. Kiew. Ich meine, morgen sollen bis zu 30.000 nach Barcelona gefahren sein oder werden da sein. Ja. Also reisefreudig sind die Eintracht-Fans schon. Ich bin begeistert. Vielleicht geht es ja noch weiter für die Eintracht. Möglich ist es. Die da draußen wissen es schon, wenn sie das jetzt hören. Wir noch nicht, aber ich bin ganz aufgeregt. So, jetzt ein Cut und dann machen wir die letzten vier. Genießt euren Ostersonntag. Ciao. Tschö.